Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live. Und bei mir zu Gast ist jetzt der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp. Grüß Gott, Herr Knepp. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Knepp. Die Wiener Landespartei ist derzeit in aller Munde, und zwar geht es um diesen ominösen Goldschatz, den Sie in einer Pension, der Pension Enzian in Osttirol, gebunkert haben. Klingt irgendwie so wie eine Mischung aus Krimi und Komödie. Was hat es damit auf sich und vor allem, warum braucht eine Partei Goldbarren? Also da herrscht einfach viel Lärm um nichts, denn dieses Parteivermögen wurde damals gekauft im Zuge der Wirtschaftskrise 2008, wo es Bankenpleiten gab, wo es zum Beispiel auch im Rand von Griechenland Staatspleiten gab, wo es Euro-Rettungsschirme gab und wo einfach dieses Bank- und Finanzwesen nicht mehr vorhersehbar war. Und was macht man dann auch als vernünftiger Kaufmann? Und natürlich hat man eine Verantwortung auch für das Vermögen, das einem da im Sinne einer Parteienförderung überlassen wird, dass man das sicher veranlagt. Und damals wurde 2008 im Sinne dieser Bankenkrise beschlossen, dass ein Teil des Parteivermögens als Rücklage in Gold veranlagt wurde. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, hat man auch Recht behalten. Aber wer hat das beschlossen und wie kam es überhaupt dazu, dass man plötzlich gesagt hat, okay, man veranlagt Gold, und vor allem in Gold veranlagen ist ja das eine, aber normalerweise hat man das ja auf einer Bank liegen. Ja, warum in einem Tresor eingeschlossen, irgendwo im Osttiroler Niemandsland in einer Pension? Das war der Beschluss des damaligen Gremiums, bestehend auch aus dem damaligen Obmann Heinz-Christian Strache und auch des damaligen Finanzreferenten. Und ja, im Zuge einer Bankenkrise gehen oft Banken pleite. Und was nützt mir dann, wenn ich ein Vermögen oder gewisse Summen habe bei der Bank, wenn ich dort nicht mehr Zugriff habe, weil die Bank geschlossen ist? Und darum hat man auch damals beschlossen, dass dieses Anlagevermögen auch in Räumlichkeiten der FPÖ gelagert werden. Und das ist dann auch im Rahmen des Kaufs der Pension Enzian. Das ist ja ein Seminarhotel eines Vorfeldes von uns, und dort hat auch die FPÖ Wien Räumlichkeiten, und dort wurde das dann gelagert. Und Sie wussten, dass das dort gelagert ist? Ich wusste, dass es dort gelagert ist, seit dem Zeitpunkt auch, als ich Finanzreferent war. Das war 2015. Und was ist dort noch alles gelagert gewesen in diesem Tresor? Was war da noch drin? Da war einzig und allein war dieses Parteivermögen dort drinnen. Und der richtige Skandal ist ja nicht... Geld auch oder nur Goldbarren oder auch Cash? Nein, kein Barvermögen, nein. Okay. Nur diese drei Schatullen. Aber der richtige Skandal ist ja nicht, dass wir als Partei sorgsam damit umgehen, sondern und auch daher auch Rücklagen bilden, sondern der Skandal ist ja, dass hier aus einem Verschlussakt, nämlich aus diesem Casinoakt, notarielle Beglaubigungen und Aussagen, die wir auch getätigt haben, freiwillig bei dieser Nachschau, dass aus diesem Akt, aus diesem Verschlussakt, Materialien an eine Wochenzeitung gehen. Und daher frage ich mich schon noch, wie das in einem Rechtsstaat ist und wie da vor allem auch der Schutz der eigenen Daten und auch Vermögenswerte noch hier in Betracht gezogen werden kann. Aber noch einmal kurz zurückkommend, wie ist das jetzt abgelaufen? Es gab eine Razzia im Zuge eben dieser Casinos-Affäre, eben auch in dieser Osttiroler Pension. Sie wurden darüber informiert, weil die sind ja irgendwie nicht in den Tresor reingekommen anscheinend. Und wie lief das dann ab? Sie sind dann hingefahren oder es gibt ja in einem Bericht zum Beispiel von Zack-Zack.at, dem Online-Magazin von Peter Pilz, er schreibt, sie haben sich dann das Gold mitgenommen, sind mit dem dann gleich nach Wien gefahren. Was ist da wirklich passiert? Das ist immer, dass der Peter Pilz nicht recht hat, weil wir sind nicht gleich damit nach Wien gefahren. Nein, Faktum ist, dass im Zuge dieser Ermittlungen im Bereich der Kasag oder der Casino es auch zu einer Nachschau gekommen ist bei uns in dieser Pension Enzian im Defreckental. Das ist wann passiert? Im Zuge der ganzen Hausdurchsuchungen auch, war das auch gleichzeitig akkordiert, dass das auch da stattfindet in Tirol. Vor ein paar Monaten. Ja. Und wir als Zugriffsberechtigte haben dann gesagt, ja, wir haben ja auch nichts zu verbergen, es ist auch nichts Illegales, sind ins Auto gestiegen, sind runtergefahren und haben dann den ermittelten Behörden Sie selber sind die Inhalte gesagt. Ich selber mit einem zweiten Zugangsberechtigten, weil bei uns herrscht ja auch das Vier-Augen-Prinzip, dass nicht einzig und allein einer dort auch die Räumlichkeiten eröffnen kann. Und dann sind Sie hingefahren, haben den Tresor aufgemacht und die haben sich quasi die Goldbahn angeschaut und die Seriennummern aufgeschrieben, oder wie kann man sich das vorstellen?
die Ermittlungsbehörden haben dort drin drei Schatullen gesehen und festgestellt. Ja. Die wurden auch fotografiert. Auch diese Fotos sind in die Öffentlichkeit gelangt, was wirklich ein unglaublicher Justizskandal ist, dass so etwas rauskommt. Und wir haben diese Schatullen notariell versiegelt gehabt und durch eine notarielle Beglaubigung wurde dann der Inhalt wahrgemacht. Und nachdem jetzt allerdings dann schon wir in weiser Voraussicht gesehen haben, dass die Justiz oder die ermittelnden Behörden da leider lückenhaft sind und schlampert sind und auch anscheinend hier gezielt Wochenzeitungen füttern mit Informationen, haben wir gesagt, dass das dort unten nicht mehr sicher ist und haben das dann an einen sicheren Ort nach Wien überführt, aber erst Tage später und nicht an diesem Tag, nicht so wie der Peter Pilz fälschlicherweise behauptet. Und das haben Sie dann mit dem Auto zurückgebracht? Wir haben das dann wieder zurückgebracht. Sie persönlich? Ja. Ich war dabei, ja, als Zugangsberechtigter. Okay. Und wo wird das jetzt gelagert? Können Sie das verraten? In Wien an einem geheimen Ort. Wenn ich es jetzt verrate, wäre es wieder nicht sicher. Verstehe. Ja, dementsprechend bleibt doch dieser Ort geheim. Aber nicht in einer Pension? Nein, die Schatullen sind noch immer versiegelt. Ist noch immer das gleiche Siegel wie vor Jahren oben. Und das ist die eiserne Notreserve. Und denn ich finde, dass auch eine Partei sorgsam damit umgehen soll und auch für schwierige Zeiten und vielleicht für Krisen hier vorsorgen soll. Aber verstehen Sie die Aufregung, die es da derzeit gibt? Es gibt ja ein Wutvideo zum Beispiel von der NEOS-Parteichefin Beate Meindl-Reisinger, die irgendwie sagt, geht's noch FPÖ, dass das irgendwie komisch anmutet, dass eine Partei Goldbahn irgendwo in einem Tal in Osttirol in einer Pension lagert. Können Sie das nachvollziehen? Also ich habe auch das Video gesehen von der Frau Meindl-Reisinger und langsam mache ich mir auch Sorgen um ihren psychischen Gesundheitszustand, denn sie ist ja die personifizierte Verschwörungstheorie und wittert überall irgendwo eine Verschwörung. Vielleicht schenke ich ihr zu Weihnachten einen Aluhut, dass es besser geht. Nein, ich sehe keinen Skandal, denn es ist auch nur sorgsam, auch Rücklagen, auch im Sinne einer Partei zu tätigen. Und es zeigt auch eines auf, dass währenddessen alle anderen Parteien verschuldet sind, die ÖVP auf Bundesebene mit 20 Millionen und daher auch Abhängigkeiten herrschen von einem Bankensystem und von Großspendern, sind wir wirtschaftlich und von diesem Finanzsystem unabhängig und wirtschaften so gut, dass wir eben in Wien, die Landesgruppe Wien, keine Schulden machen, sondern auch Geld als Rücklage bilden können für etwaige Wahlkämpfe. Und wer hat das eigentlich entschieden damals, dass das Geld angelegt wird? Das waren damals die zuständigen Gremien, eben auch bestehend aus dem damaligen Landesobmann und des Finanzreferenten. Also das war damals der Heinz-Christian Strache und der Johann Herzog. Verstehe, die zwei haben das eben entschieden, dass man das in Gold anlegt. Ja. Jetzt fordern die NEOS ja sogar ihren Rücktritt als Parteichef. Was sagen Sie dazu? Das ist vollkommen lächerlich. Wie gesagt, was wirft man jetzt vor, dass man gut wirtschaftet, dass man gut haushält und auch für Notsituationen Vorsorge trifft? Und gerade im Sinne einer Wirtschaftskrise sagt jeder Bankberater, das ist nicht Rocket Science, dass man Risikostreuung betätigen soll. Und somit haben auch wir in eine krisensichere Anlage investiert und das war damals Gold. Und uns geht es finanziell so gut, dass wir auch auf diese Rücklagen bis jetzt nicht zurückgreifen mussten. Wie viel Geld haben Sie da eigentlich angelegt? Wie viel ist das, diese Goldbahn, weil man weiß nicht, wie viele es sind? Das ist ein Betriebsgeheimnis, das werden wir nicht verraten, denn wir wollen ja auch nicht wissen, oder die anderen Parteien und Mitbewerber sollen nicht wissen, wie gut finanziell wir aufgestellt sind. Aber wie gesagt, es wurde damals schon richtig verbucht in der Buchhaltung. Es findet sich in allen Jahresabschlüssen wieder. Wir haben einen internen Rechnungsprüfer, wir haben externe Wirtschaftsprüfer, selbst der externe Wirtschaftsprüfer, der einen Bericht jährlich an den Rechnungshof übergeben muss, hat das alles für einwandfrei befunden. Dementsprechend sehe ich hier keinen Skandal. Mhm. Aber es ist eine überschaubare Zahl an Goldbahnen oder mit drei Schatullen, ich meine, so viel passt da ja nicht rein. Sagen wir, in jede Schatulle passen ca. 10 Goldbahnen ungefähr, kommt das hin? Wie gesagt, wir werden jetzt nicht die genaue Summe hier verraten, aber es ist auch strikt getrennt worden zwischen den zwei juristischen Personen, nämlich einerseits dem Rathausclub und andererseits auch der FPÖ-Landesgruppe Wien als Partei, dass wir hier eben genau nicht in ein Dilemma kommen, wo es vielleicht Clubfinanzierung hingibt zur Parteienfinanzierung und umgekehrt. Hier haben wir komplette Transparenz walten lassen, dadurch auch durch einen Notar beglaubigt. Darum geht es und das ist kein Skandal. Die SPÖ stellt ja jetzt den Verdacht der Geldwäsche in den Raum. Die SPÖ hat sogar eine parlamentarische Anfrage angekündigt, die sie einbringen will an den Justizminister. Können Sie ausschließen, dass es hier zu Geldwäsche gekommen ist? Das kann ich ausschließen. Es ist einzig und allein aus dem Parteivermögen gekommen. Das Parteivermögen kommt aus einerseits der Parteienförderung, andererseits auch aus Mitgliedsbeiträgen.
und ja, sämtlichen Verschwörungstheoretikern, die hier irgendetwas dahinter sehen, woher dieses Gold käme oder das Geld gekommen ist, die muss sich enttäuschen. Es wurde alles bei einer österreichischen Bank gekauft und es ist auch alles richtig verbucht worden. Jetzt heißt es, wurde auch alles versteuert, verbucht. Alles korrekt gehandhabt und wie gesagt, es gibt auch einen externen Wirtschaftsprüfer, der ist im Sinne der Verschärfung des Parteiengesetzes 2014, 2015 dann auch gekommen, also ein externer, unabhängiger Wirtschaftsprüfer, der hat das auch all in seinen Berichten niedergeschrieben und es wurde auch nicht beanstandet und alles auch dem Rechnungshof gemeldet. Wo haben Sie denn noch so Geld angelegt? Die FPÖ dürfte da, also die Wiener Landespartei, dürfte da ja anscheinend eine breite Streuung haben. Was taucht da oder was kann da noch so auftauchen? Wie gesagt, wir haben einerseits diese Anlageform in Gold und andererseits haben wir noch Barvermögen. Aber man sieht, dass man mit einer schlanken Struktur, und die FPÖ hat eine schlanke Struktur in Wien, man auch Rücklagen bilden kann und man eben nicht abhängig ist von irgendwelchen Großunternehmern, Spendern oder so wie die ÖVP oder die NEOS, wo man dann vielleicht eine gewisse Verantwortung hat den Geldgebern gegenüber. Wir sind hier einzig und allein dem Steuerzahler in der Verantwortung. Wenn man so sagt, wer zahlt, schafft an. Ist das vielleicht bei der ÖVP oder bei den NEOS, sind das die Großspender, die dann sagen, was passieren soll. Wir sind hier frei in der Finanzierung. Wir finanzieren uns nur durch Steuergeld, durch Einnahmen aus der Parteienförderung. Und bei uns schafft eben der Bürger an und der Steuerzahler an und denen sind wir im Wort. Das heißt, Sie würden das auch wieder so tun, wenn Sie wieder sozusagen einen größeren Geldbetrag zum Anlegen hätten, würden Sie den wieder in Gold anlegen? Das wird man sehen, was in der jeweiligen Situation vernünftig ist, was auch diverse Finanzberater sagen. Aber in der damaligen Zeit der Bankenkrise und der Wirtschaftskrise war das die beste Veranlagungsform. Okay, Herr Nepp, vielen Dank für den Besuch im Studio. Spannend, danke, dass Sie das sozusagen auch ein bisschen Licht in diesen ominösen Goldschatz bringen konnten. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht's weiter hier bei uns mit der aktuellen Umfrage der Woche. Brandaktuell, heute erschienen, heute reingekommen von Research Affairs. 1000 Österreicherinnen und Österreicher haben wir befragt. Wie würden Sie wählen, wenn diesen Sonntag Nationalratswahl wäre? Und ich sage Ihnen schon jetzt, die Umfrage hat ein paar echte kleine Politbomben enthalten. Also unbedingt dranbleiben. Wir sind gleich zurück.